Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4 und ihr Leben. Und ja, in der letzten Folge haben wir schon mit unserer Ashley trainiert. Und jetzt müssen wir halt unser Verlobungsessen machen. Was heißt, wir müssen? Wir können eigentlich auch mal zusammen kochen. Wir müssen ja nicht mit der ganzen versammelten Mannschaft kochen. Dürfte ich jetzt noch auswählen, was wir machen? Genau. Und zwar frittiertes Gemüse. Und der Rest könnte eigentlich hier mal zusammen tanzen, damit wir das hier abschließen. Und du könntest Mixer engagieren, damit das dann auch. Ivana scheint dieses Lied zu mögen. Ja, dann magst du halt romantische Musik. Kein Problem. Ich dachte, ihr kocht zusammen. Dann komm mal herbei. Selbst das funktioniert schon nicht. Ist einfach grandios. Ah, komm mal, jetzt kommt er doch. So, willst du dir jetzt auch mal was schnappen? Ein Brettchen und schnippeln? Oder guckst du mir nur beim Arbeiten zu? Ah, guck mal, er macht jetzt auch endlich mal was. Ach ja. Weil sie ist schon fertig. Nee, du sollst warten, bis du. Was war denn das jetzt für ein Zusammenkochen? So, könntest du jetzt. So, wann kommt ihr denn alle mal herbei? Du kannst doch auch mal zusammen tanzen hier. So, wann kommt denn endlich mal so ein der Mixer vorbei, der Getränke mixen sollte? Lasst uns trinken. Ach, das kann ich sogar selber dann. Wann auch immer das sein mag. Hier, lasst uns trinken. Also, es ist wirklich eine abgefahrene Party hier. Du könntest eigentlich mal Informationen sammeln, weißt du? Was machst du denn jetzt mit deinem an Bar arbeiten? Komm, arbeite mal an der Bar. Ach, guck mal, jetzt ist da mal jemand. Oder auch nicht. Getränke bestellen. Für Gruppe bestellen. Wir werden jetzt zack und weg trinken. So, und dann wird sich das runtergepretzelt. Ja, aber beim letzten Mal haben wir auch beim Fitnessstudio haben wir auch die Ria noch mal kennengelernt. Ich meine, wir wären mit der auch mal im Urlaub gewesen. Irgendjemand, das war irgendwie mal, ne? Wir könnten ja mal einfach mal fragen, ob sie vielleicht auch vorbeikommen möchte. Wird gleich da sein. Ich finde das so toll, dass die einfach nicht sagen können, nö, ich habe keinen Bock da drauf. Weil wir kennen die ja auch noch nicht mal.
So, direkt. Ich weiß nicht, ob sie jetzt einfach vorbeikommt. Das Essen ist anscheinend auch schon durch. Dabei habe ich gar nicht gesagt, dass sie. Oh, guck mal, wer da ist. Freundlich nach Karriere fragen. Massiert. Weiß nicht, was mit ihr jetzt los ist. Auf jeden Fall wollen wir jetzt keine Massage erhalten. Eigentlich solltest du dich mit ihr unterhalten. Dann können wir ja auch mal fragen, ob sie Single ist. Nach Hause schicken eher nicht. Aber nach Karriere fragen. Und weiß nicht, klopp, klopp, Witz können wir machen. Und wohin läufst du? Was können wir denn hier bitten, auf der Hochzeit Offiziant zu sein? Bitten, auf der Hochzeit den Ring zu tragen, Witz über Hochzeit machen, bitten, auf der Hochzeit Blumen zu streuen. Das könnte man vielleicht mal nachfragen. Sag mal! Also irgendwie, weiß nicht, wenn sie halt eine Massage erhalten möchte, dann bitte. Können wir das jetzt trotzdem hier mal abbrechen an der Stelle? Mach halt Yoga. Und du müsstest eigentlich mal auf die Toilette. Und dann mal schlafen. Weiß nicht, die kümmern sich überhaupt nicht um ihre Bedürfnisse. Und was machst du hier oben? Köstliche Erinnerung. Aha. Mit wem? Mit allen. Ah, okay. Seelenverwandte, beste Freunde, verlobt. Schwer verliebt. Verknallt. Oh, das. Zusammen kochen. Ja. Sag mal, was macht der da? Macht der Inforen provozieren, okay? Und wer verdient hier bitte Geld? Oder hat sie was in den Mülleimer geschmissen? Ich glaube, das könnte es auch gewesen sein, was es. Was passiert hier unten? Wir können vielleicht mal zusammen tanzen, na? Nach Musikgeschmack fragen. Von Katzenschwärmen. Zuspruch geben. Hüpfstoß, von Interessen reden, das hatte ich auch noch irgendwie gelesen. Mag Popmusik nicht. Nach Abschluss fragen. Was mischt er sich da der intensiv zuhören? Da schmeiße ich mal hier in den Kühlschrank, damit das nicht verdorben. Du kannst hier mal das frittierte Gemüse essen, das ja auf dem Boden liegt. Biologieabschluss hat sie. Warte, wir könnten mal nach. Nein. Nach anderem Sim fragen. Und zwar über Ashley.
Und dann können wir auch mal positiv über Ashley reden. Ich mag Ashley, sie ist echt cool. Okay, sie muss... Was? Ernsthaft? Die hat mir da einfach so eine Bombe reingelegt, die Alte. Kann ich noch mal nach anderen Sim fragen? Andere Sims positiv über anderen Sim äußern, und zwar Ashley. Na, wo bleibst du denn? So, Ashley macht da unten Yoga. Mit einem Gesicht. Aber es funktioniert doch ganz gut. Der Spaß geht hoch. Nachdem ich dir zugehört habe, habe ich keine große Lust mehr, mit Ashley zu sprechen. Ich denke, ich verzichte lieber. Oh. Okay. Ja, aber eben hast du noch gesagt, dass du sie cool findest. Auch sehr interessant, ne? Mag malen nicht. Also das passt schon mal gleich gar nicht mit den beiden. Ich denke mal, das wird auch der Grund sein, warum sie nicht miteinander, also gehen. So, was ist hier mangelhaft? Wie wäre es, wenn du das hier mal überarbeiten würdest? Gesäßschmerzen. Mein Gott, Junge, so oft hast du jetzt nun auch wieder nicht gesessen. Also jetzt reiß dich mal zusammen hier. Du bist voll... Ja, ich weiß auch nicht. Oh, guck mal. Sie hat ja schon abgenommen, oder? Oder sah das eben nur so aus? Irgendwie hatte ich das Gefühl, sie ist ein bisschen schmaler geworden. Nein! Ah. Jetzt kriegt sie den... Ja. Dann ersetzen wir die Kacke mal. Dann werden wir... Ja. Dann werden wir noch ein bisschen duschen. Doch, sie ist, glaube ich, ein bisschen schmäler geworden. Oder ich habe jetzt irgendwas mit den Augen, keine Ahnung. So, normal. Ich muss los, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, kein Problem. Melden werden wir uns nicht mehr. Wir haben Sonntag und die sind immer noch wach, ne? Bis auf ein paar Ausnahmen. Ach. So, wie sieht's aus? Ausgezeichnet, sehr schön. Was ist los? Ja, dann geh doch aufs Klo. Hauptsache, du kriegst den Streich nicht mehr, ne? Dafür kannst du hier die Pfütze mal aufwischen. Was ist denn jetzt schon wieder los? Schlimmster Tag aller Zeiten. Du bist wirklich, dir ist nicht mehr zu helfen, ne? Was wir aber mal machen sollten, wäre unter Umständen das Probeessen. Ne? Ich glaube, das setzen wir auf Freitag oder so. Oder vielleicht gleich direkt montags. Oder heute. Kann ich das auch noch machen? Ich möchte gerne... Verlobungsessen haben wir jetzt abgeschlossen. Was ist das? Ein Junggesellenabschied. Ist ein lustiges Treffen mit Freunden, um die bevorstehende Hochzeit zu feiern.
Ein Empfang. Ein Hochzeitsempfang ist ideal, um mit Freunden und Verwandten die soeben geschlossene Ehe zu feiern. Probeabendessen. Triff dich in Vorbereitung auf die Eheschließung mit Freunden und Verwandten zum Essen. Nur was müssen wir da denn machen? Gastgeber sind ja die beiden. Da könnten wir unsere Tochter einladen und die Nadja und die Hanna und den Jacob, sie. Charlie auf jeden Fall. Oder was man auch machen könnte, wäre Nadja auf jeden Fall und noch Jack oder so, wenn der halt vorbeikommen möchte. So, was haben wir denn hier? Trinksprüche ausbringen, Dessert, Getränke, Hochzeitsschmaus, tanzen. Und dann machen wir das hier. Und zwar um 15 Uhr. Keine Ahnung, ob das was bringt. Und was das überhaupt dann alles ist, aber wir werden es dann sehen. Ich weiß nicht. Ich meine, im Prinzip sind sie ja nur zusammen. Eigentlich. Weil sie ja das gemeinsame Kind haben. Klar, ich meine, die sind verliebt, haben romantisches Interesse, ist auch voll. Also da kann man eigentlich nicht meckern, ne? Aber die Frage ist, ob das halt auch das Richtige ist. Ich meine, er hat seine Macken da. Was ist hier jetzt los? Willst du nicht mal schlafen gehen? Kaffee trinken. Und mittlerweile leben die ja aneinander vorbei. Wo, Moment mal, bevor du. Ach nee, das können wir ja gar nicht. Wochentage brauchen wir ja. Können wir das ja erst Dingsen. Ich dachte, ich könnte das jetzt schon mal halt durchziehen mit der Präsentation, aber anscheinend nicht. So, du möchtest grillen. Nö, weißt du was? Wir haben hier auch noch Reste, die du essen kannst. So. Und dann werde ich mal gucken, dass ich tatsächlich vielleicht eine Gruppe, einer Gruppe beitrete. Aber niemand. Ah doch, Fitnessfreaks. Wir können alles besser, schneller, stärker. Diese Gruppe ist voll. Ist ja voll Kacke. Wieso ist da Nadja drin? Und dann geht die nie da rein. Nö, Nadja, also so nicht. Ach, du bist auch noch Gruppenführer. Oder was? Okay. Das habe ich total wieder vergessen, ne? Wie könnte ich das denn? Kann ich nicht auch Punkte irgendwie im Outfits Gruppenvorteile kaufen? Da gibt es doch die Möglichkeit, dass ich noch einen Platz frei habe, oder? Irgendwie kaufe den Vorteil Kapazitätserweiterung. So, dann muss ich nur noch Gruppenstatus. Wir sind eine obskure Dings, okay. Kapazitätserweiterung. Was brauchen wir dafür? 500 Punkte. Das heißt, wir sollten vielleicht mal eine Gruppenversammlung starten. Ich wusste gar nicht, dass wir hier. Wie trainieren die denn jetzt eigentlich? Wir können auch Yoga hinzufügen. Dann kann man dann wenigstens auch Yoga zusammen machen, ne?
Du könntest auch einfach grundsätzlich mit Yoga machen. Du wirst ja auch in diese Gruppe dann reinkommen. Und dann werde ich der Ashley das Feld überlassen. Oder können wir ihr nicht einfach irgendwie über unsere Gruppe reden? Gruppen. Fitnessfreaks hat keinen. Ja, weil es geht ja darum, dass wir die Plätze tauschen. So, wir machen schon mal wenigstens Yoga und haben fast die 500, also 50 müssen wir noch dazu kriegen. Ah, das fehlt auch noch. Ich habe das total vergessen, dass wir mit ihr in eine Fitnessgruppe reingegangen sind, ne? Ja, auch interessant, dass das einfach, ja, dran vorbeigegangen ist. Aber ich wüsste jetzt nicht, ja. Na gut, ich werde sehen, was ich beim nächsten Mal mache. Ach, du bist umgefallen, ne? Weil wir hier einen Star zu Gast haben. Nur weil die in der Gruppe ist, ne? Voll mega. Na gut. Ja, das heißt, dass das Probeessen beim nächsten Mal dann stattfindet. Dann werden wir da schon mal irgendwie in der Richtung was machen. Und dann mal schauen, was da noch so passiert, ne? Er muss ja noch seine Präsentation machen. Und wir müssen noch weiter Sport machen. Aber das machen wir alles in der nächsten Folge. Und bis dahin, habt noch einen schönen Tag, bleibt gesund und seid beim nächsten Mal einfach wieder mit dabei. Tschüss.